Okay. Oh, hier ist quasi der Typ, ich jetzt muss ja toll. So, heute das Finale unserer Überfallserie hier. Markus, du. Ernsthaft. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Geh weg. Lass dich einfach darüber. Womit wollen wir uns denn ankommen? Hä? Womit wollen wir denn fahren? Der Kostaka? Erstmal wollen wir warten, dass Thomas das Spiel wieder beitreten kann. Hä? Warum bin ich denn? Keine Ahnung. Ja. Oh. Ich hatte eben Warteschlange und dann stand da gegenwärtige Sitzung voll. Eigentlich nicht. Ja, die Belium bringt und der eigentlich nichts, ne? Also das Riesenflugzeug. Keine Ahnung, ich. Bin also mit zwei Sitzer. Müsste eigentlich zwei Sitzer sein, ja. Ein Helikoptervorschlag mit dem Boot, was wir letztens katastrophal anzukommen. Dann kann doch, dann machen wir es mit dem Heli. Fällt dich eigentlich am besten, weil mit dem kannst du besser landen. Bin ich wieder in der Lobby drin? Nein. Nö. Oder die lädt mich direkt in der Mission ein. Einleitung im Clan Mitglieder. Was? Kann ich auch machen. Deine Verantwortung. U-Boot. Ja, was haben wir noch hier? Ist ein Zweisitzer, das ist auch ein Zweisitzer. Helikopter. Zwei Boote haben wir, ne? Ja. Ihr wollt ja den Helikopter haben, ne? Also ich probiere noch mal beizutreten bei Mitgliedern. Das wird aber eine lange Folge, Kev, mit der Warterei. Ach, ich fange erst an zu machen, wenn wir wirklich loslegen. Beim Aufnehmen. Also ich habe jetzt keinen. Die Warterei, die mache ich jetzt nicht vorher. Ja, nun, warum kann ich nichts auswählen? Po! Po! Ja, warte, 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 das geht doch ganz tief rein. Po! Ach, Yvonne. Schön, dass ich nichts auswählen kann. Warum kannst du hier? Jetzt, irgendwas passiert jetzt gerade. Ja, ich kann nur starten, ey, ernsthaft. Spieler, warte mal, Spieler einladen. Ich kann mal gucken, ob ich ein dummes einladen kann hier. Da kann man nämlich direkt loslegen. Meine Freunde, von Freundesliste. Du kannst auch über Crew schicken. Nee, es ist irgendwie Thomas, ja, Thomas ist schon eingeladen. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht's gleich los. Komm mal. Ich trete bei. Auf. Warum? Eingeladen. Albu Fahrrad, warum ist der dabei getreten? Nee, ist okay. Weil, wahrscheinlich, weil Dings auf offen hat. Du musst geschlossen sein. Ja, mach die Dings mal zu. Ja, es ist auch geschlossen. Thomas ist auf jeden Fall. Das ist voll. Nee, ist nicht voll. Ja, warte, ich schick noch mal eine. So, müsste jetzt gehen.
Hast du noch eine gekriegt? Mhm. Ich join einfach über einen von euch nach, dann müsste es gehen. Und Pennywise müsste ich reinkommen. Jetzt ist so meine rausgekommen. Tritt über Yvonne bei. Okay. Jetzt. Hey, es geht los. Das große Finale. Es geht los. Finale in die Rose. Oh Gott. Ich hoffe nicht. Wir werden alle sterben. Ja, erstmal alles ausfällt. Wir sind alle beisammen. Habt ihr alles aufgerüstet? Ich freue mich auf die Ja. Okay, dann kannst du das. Ich habe meine Waffen auch aufgefüllt. Ja, okay. Ja, lieber fragen, bevor wir ohne Munition uns rennen, ne? Ja. Sehr nobel. Ach, jetzt kann ich das aussehen, oder was? Oh Gott. Die Insel geht ja. Die Helikopter wollten wir nehmen. Können wir da, okay. Okay, wir können durch das Haupttor, okay. Noch eine Frage kurz vorab. Sollen wir noch die Zusatzschätze mitnehmen? Dann müssen wir gucken, oder nur rein und raus. Wir versuchen einfach, so viel wie möglich auf dem Weg mitzunehmen. Ja, okay. Würde ich auch sagen. Weil ich hatte schon die Diskussion. Nee, dann doch nicht. Das Hauptdeck dann auf jeden Fall. Oh, schön Nacht machen am besten. Stealth-Annihilator, also willst du mit dem Helikopter rein? Ja, ja, mit dem Dings, wie die. Der große, der Bullet, glaube ich, geflogen ist. Ah, nee, das ist der Tarnheli, den wir da vom Flughafen von der Yacht geklaut haben. Mhm. Stimmt. Den wir zweimal holen mussten. Ja, so. Ich erinnere mich. So. Ja, hat die Klappe. Kevin? Hä? Das sieht aber auch besser aus in der Lobby, wenn du so eine Lobby hast und dann komplett Crewmitglieder drin sind. Mhm. So, wieder genug. Der Thomas kommt bereit drücken, sonst klatscht es gleich eine. Drück erstmal selber bereit. Sie kann erst bereit drücken, wenn alle anderen bereit gedrückt haben. Ja. Kann losgehen? Ja, Thomas. Ja. Ja, es kann in die Hose gehen. Ich weiß nicht, ob du 385 Kilometer in einer Stunde zu Fuß schaffst. Wie kommst du denn da drauf? So weit wohne ich von hier entfernt. So, dann Action. Ich schaff das in einer halben Stunde. Aber so. Nur mit Rückenwind und bergab. Ah, perfekt. So ist gut. Warte, Urlauber, dann passt das doch perfekt. Ach nee, du willst ja. Und ja, hier wollen läuft dann nackig rum, ne? Ist klar. Ach, zieh dir was an. Ich denke, im Dunkeln sollte man, glaube ich, so rumrennen, ja. Ich finde irgendwie ganz cool, die Outfits. Auf geht's! In das, Corona. Das große Finale. Och, der Kleine. We know El Rubio's compound is on the south side of the island. We know the files are locked in a safe, which is in the basement, and we know the basement is accessible from an elevator from El Rubio's office, which is on the top floor of the main building. Wow, Mr. Madras. Wird der da reingelassen? Der hat sich selbst reingelassen. I mean, this is fucking cool. This is some space. Where we are going, we will be far away from space as humanly possible. Oh Gott, wir sehen wieder aus.
Perfekt gemacht, ne? Look at this shit, it's fucking... What is this? Floods the... Okay. Now, just to be clear, all I give a shit about are the files. So as long as I get those, by any means necessary, you'll get paid. Anything else dropped from that son of a bitch is just more money in your pocket. The more we hit El Rubio where it fucking hurts, the better, huh? Okay, Mr. Madrazo, we should set off shortly. Schade, dass wir so ein Weihnachtsoutfit nicht nehmen können. Das kommt bestimmt, wäre bestimmt besser gekommen. Das hätte wirklich irgendwie auf diesen Auftragskörper, Manuel. Also, wie du einen Arsch rausstreckst, bist du wirklich ein moderner Anführer. Ja. Ich bin heute mal führend. Einführend. Das sind immer die Anführer, die gerne einen von hinter sich stehen haben. Hm? Marco steht ja gerne mal hinter anderen Leuten, habe ich gehört. Aber nur hinter Yvonne. Sagst du. Ach, irgendwann fühlt sich alles gleich an. Wenn du die Erfahrung gemacht hast? Nicht wirklich bisher. Nicht wirklich bisher vor allem. Aber immer öfter, ne? Nein. So. Das bisher lässt vieles auf. Nein. Ruhig, meine, dich, jedem... du kennst dich, ruhig outen. Nee, nee. Also. Ja, wir sind modernes Zeitalter, da ist sowas okay. Also ich meine, es soll mir egal sein, es gibt genug Leute, die drauf stehen, aber ich nicht. Soll doch jeder so leben, wie er leben will. Wir werden sogar geflogen. Ja, das war geil. Sagst du? Halt, Moment. Nee, ich bin du das sagst, nicht. Ist da doch gerade hinten? Wer tippt das Ding überhaupt? Das frage ich mich auch gerade. Nee, wie, keiner von uns. Gott, aber wie fliegt ihr denn bitte? Hat er Schnaps gesoffen oder was? Ich habe nicht. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Nee. Ich bin es auch nicht. Wir sind das alle nicht. Indien war nicht ein... ...diese Küste. So, willkommen auf der Insel. Oh Gott, diese scheiß Musik dazu gerade. Ich höre sie nicht. Der Spruch. Bitte zum gelben Punkt. Ach, wir sollen es abseilen, okay. Ja, wir sollen dann abseilen. In dem Job bin ich besonders gut. Ja, muss abzuseilen. Das Geilste ist, wir haben doch nicht mal die komplette Waffenausrüstung, die wir so von uns eigentlich haben. Ja. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich weiß, wo eine Waffe liegt. Die versteckt ist. Die hat einen ganz schön guten Schuss. Aber lasst euch nicht immer, lasst euch nicht sehen, sonst haben wir wirklich alle komplett im Arsch. Das hatten wir letztens sehen. Ja, da ging die Ecke die Post ab, wie sonst über den, ne? Ich habe aber Schalldämpfer gekauft. Na gut, die Waffe, die hat Schalldämpfer drauf. Wie gehen wir jetzt vor? Erstmal hier zum den Sonderdingern und dann zum Anwesen vor, oder? Gute Frage. Ja, wir können ja ruhig vor dem Flughafen das mitnehmen. Da ist ja gar kein Gegner momentan, ne? Aber die Frage ist, ob wir den Bolzenschneider dafür brauchen, ne? Ich hab doch einen eingesammelt. Ob wir den schon in der Tasche haben. Ja, ich wollte gerade sagen, ob wir den schon in der Tasche haben. Den haben wir doch mitgenommen, auf jeden Fall. Ich hab den mitgenommen. Ich folge euch unauffällig. Kletterrüstung. Ja, wir können sogar die Kletterausrüstung einpacken. Ich folge euch unauffällig. Wir sind nämlich doch Gegner. Die Frage ist, dürfen die uns sehen? So, dann gibt es hier einen dolligen Park. Die wollen hat doch gerade gesagt, wenn die uns sehen, dann ist ja. Okay. Weil wir. Das ist ein Schuss. Nur wenn wir leise wegsnipen. Das geht eigentlich, ne? Snipe ja, dir mal was weg. Mit was willst du denn das wegsnipen? Wenn du keine hast.
den Channel kannst du vergessen. Du hast halt nicht viel Waffen, ne? Okay, ich fahre dich ab, vorsichtig. Ganz geil. Mask aufsetzen. Also ich war jetzt aber nicht irgendwo. Ja, das war ich, Entschuldigung. Ich dachte, der eine Typ stirbt sofort, aber nee. Das erste Schwein gepackt. Kümmert ihr euch um die Gegner da draußen, ja? Ja, ja. Noch vollkommen dabei. Ich pack dabei nicht immer alles ein. Schon auf dem Weg. So. Also hier ist schon mal alles leer geräumt. Habt ihr auf der anderen Seite noch was? Yep, dann hole ich den Kletterhaken mal, ne? Hier sind keine Gegner mehr. Ja, da runter dann lauf, okay. Ich bin Kletterhaken. Thomas, da hinten müsste noch einer sein. Ja, komm, noch einer, ich geh hin. Och, ernsthaft, ich häng schon wieder an verdammten Baum fest. Das ist doch nicht wahr. Da hab ich... Ich hier rumlauf, okay. Ich hab den anderen geholt, der hinter. Pass auf, Thomas, da kommt noch einer, ja, aus der gleichen Richtung. Und aus der anderen Richtung auch noch einer. Mhm. Da kommen noch zwei. In welche Richtung wollen wir uns denn dann begeben? Wir müssen zum Anwesen auf jeden Fall. Das ist eine gute Frage. Ja, wieso kann ich die jetzt nicht einsammeln? Sie verarschen? Wieso kann ich dir die Kletterrüstung nicht einsammeln? Achso, die liegt da. Hab die Kletterrüstung. Ich hab hier ein Auto, falls ihr was braucht. Es kommen Autos, Leute, wir haben Besuch. Deswegen mache ich mich jetzt über die Büsche aus dem Weg. Ich auch. Ja, ich komme mit zu euch. Irgendeiner fährt mit Auto. Ich habe ein Motorrad, damit kann ich hier durch die Büsche fahren. Wir laufen. Oh. Das ist mir voll auf die Fresse gefallen hier. Ja, das hat man um Geld gesehen. Das ist fast wie Ghost Weekend, ne? Schalten wir den Gegner vorsichtig aus, ne? Hä? So mein Part. Du schießt drauf und die stehen wieder auf. Ich glaube, hab mich nicht verarscht. Ey Markus, nimmst du mich mit? Ja, aber hier ist noch ein Gegner. Ich sehe ihn aber gerade nicht. Da. Den auch nicht. Ja. Steckst du auf dem Motorrad oder willst du hier EVP durch die Gegend rennen? Ich glaube, da kannst du nicht mit drauf, oder? Nee. Ja, da kommt ich nicht. Das war kein Sitz mehr drauf. War ein Versuch ja wert, ne? Ja. Sauber. Es ist eigentlich besser, wenn wir zusammenbleiben, anstatt sich immer aufzuteilen, ne? Ich merke das. Ich würde mich auch nicht aufteilen, ich lass jetzt ja auch das Motorrad hier stehen. Da kommt noch mehr Motorrad. Links ist noch. Müssen wir rüber wieder. Das ist ja nicht unser Ziel hier. Ja, der könnte von oben kommen. Da kommt von oben noch ein Ei, könnte was hinterher kommen. Ja. Aber das Gute ist, dass wir das meiste von denen zerstört haben. Das heißt, die haben nicht viel auf dem Petto. Aber da schießen die jetzt also. Ach, das ist voll schwach. Hoch.
Ist auf deiner Seite. Ja. Ich bin gerade voll irritiert. Yes. Hinter dir ist einer, aber. Da muss immer noch einer sein, ne? Hinter uns auch noch. Nein, nicht noch einer. So. Da links sind auch noch zwei irgendwo. Ja, die kommen aber immer wieder, das ist das Problem. Naja. Wer das Anwesen erreicht, dann haben wir wenigstens schon einen Kontrollpunkt. Da ist nicht. Irgendwo einer, der wahrscheinlich was sieht. Ich halte mich gerade noch ein bisschen zurück mit dem Motorrad hier. Ja, ich glaube, das ist der Typ auf dem Turm, ne? Könnte das sein. Ja, jetzt ist ja egal, jetzt haben wir den. Ihr seid schon weiter durch. Wo schießt ihr denn? Da ist doch gar nichts. Da ist was. Den oben auf dem Turm habe ich. Ja, sehr gut. Da muss aber mit einer, bin ich noch einer auf dem Weg stehen. Schön. Hier sind noch zwei Heinis. Ein Typ auf dem Turm wieder. Einfach die Turm-Heinis, ey. Ich hab dich schon gesehen, Digga. Scheiße, Junge. So, hier sind zwei weg. Da kommt noch irgendwo was auf der Straße. Du sollst den Gegner erschießen. Die zielen aber, der zielt aber auch nicht wirklich gut, muss ich mal sagen. Du hast aber eine Sturmschrotflinte, die ist eh nicht von der Reichweite sehr weit. Die hat noch eine Kraft, wenn du dran bist. Ja. Du musst hier was fressen. Okay, hier ist tot. So, hier ist Tipp, wenn ihr euch heilen wollt, bückt euch oder geht ins Auto oder nehmt eine Waffe in der Hand, dann heilt ihr euch. Nee, stell dich an die Wand. Einfach, das reicht. Das geht schnell. Guck doch den Spacken, ey. So, hier ist auch wieder einer weg. Oh, ist das aber eine Strecke bis zum Anwesen, ey. Oh. Naja, das zieht sich ein bisschen nach, da kommt wieder einer. Den einen vom Turm habe ich runtergeholt. Das heißt, da kommt wieder das Auto. Ich brauche Munition. Ja, wir haben wirklich nicht viel Muni. Das wäre mir aufgefallen. Ja, du kannst ja aber hier ein bisschen was mitnehmen. Für die kleine Waffe nicht. Nee, scheiße. Hier gibt es auch keine Munitionskiste, wo man sich mal irgendwas looten kann. Du hast jetzt eigentlich nur noch die Schrotflinte. Die werden überhaupt alle zusammen. Schön. Alter, die schlucken viel, das ist unfassbar. Geht doch. Auf den Turm, ja. Ja. Ich bin auf dem Weg hoch. Da gehen wir nicht auf den Nisse. Okay. Oben ist noch jemand. Oh, ist der letzte. Ja, ich hab schon gesehen, hier Nisse. So, jetzt ist der mal tot. Ich weiß nicht, von den Gegner von unseren Kameraden, der ist da hinten, hier ist ganz safe. Um der Turm ist sauber. Mhm. Ist tot. Wir lassen es hier einfach mal über den Hügel rennen, würde ich mal sagen, ne? Ja.
Ja. Aber wenn wir jetzt wieder zurück zu den Gegnern, die respawnen ja mal wieder. Wenn wir die ganze vier extenden, dann kommen wir auf jeden Fall auch hoch. Ich bin da rum. Ich will jetzt auch rum. Man denkt hinter dir. Ah, hier ist der Folterkäfig. Ja, auch schön, wenn jemand diesmal lebend mit mir in die Kammer kommt, ne? Nicht so wie letztens, ey. Wir haben einiges hinter uns, auf jeden Fall. So vier Gegner, fünf Gegner sind hinter uns. Ich komme mir vor wie bei Rambo. Okay, das sind Gegner. Scheiße. Und wie sieht doch den Gegner an, du Trottel? Bitte. Wie sieht der erst für den Himmel an, ey? Das ist doch wohl ein Scherz, ey. Die treffen komischerweise sofort, ne? Ja, da muss noch einer sein irgendwo. In dem Auto da. Irgendwas wird da angezeigt. Ja, irgendwas. Seitentor. Zugangscode. Geil. Wir können jetzt über das Seitentor rein. Warte mal gerade kurz, bitte, bis wir jetzt weiter vorrennt. Wegen Snacks und so. Okay. Gut. Wer auch immer da jetzt noch kommt, dahinter ist noch ein Auto. Markus. Genau, ja, oder Motorrad oder was auch immer. Sehr gut. Ja, vorne kommt auch schon wieder raus. Ja, ja, dann Abflug. Ja, jetzt kommen jetzt immer wieder. Gegner. Da rechts in dem Busch ist doch einer. Büschensitzer. Ist er denn hier? Nee, doch, ich dachte, der Palle visiert der nicht an, ey. Durch welches Tor gehen wir jetzt? Ich hab für Seitentor. Ja, welches ist welches? Ja, warte mal, ich markiere euch das mal. Ich habe bei mir eine Anzeige bekommen. Wir könnten aber auch hier auch einfach drüber klettern, ne? Nordtor. Ja, ich habe einen Kletterhaken. Südtor, also hier sind ja mehrere Punkte. Hier unten ist auch ein Tor. Ja, geradezu ist auch noch was. In der Besttor da. Willst du irgendwie den Kletterhaken benutzen, Markus? Ja, willst du schießen? Mir ist das egal. Ja, wir müssen alle zusammen sein, ne? Alle in einen Eingang. Ja, warte, dann komme ich rüber zu euch. Dann nehmen wir den Kletter ab, das heißt. So, ich bin bei euch. Warte, bis dann. Hast du bestätigt? Ja. Ich wollte gerade sagen, dass mein Feind direkt neben uns steht. Ich hab mich umgezogen. Ja, und erstmal voll auf die Fresse pflegen hier, ne? Einfach alle. Und das ist jetzt Checkpoint, ja? Ja, das müsste ein Checkpoint sein. Wenn wir jetzt abkratzen, haben wir ein bisschen mit anfangen. Das ist immer gut. Ich will aufpassen, die gehen hier drin ab, die Schutzkapsel. Das wäre besser, wenn wir wirklich zu zweit nach unten kommen. Dann können wir da unten noch extra Bonus einsammeln. Mit Zugangskarten. Ey, da ist ein Schlüssel, Schlüssel. Ja, du Scheiße. Okay. Danke für die Deckung gerade. Da leben aber noch einige. Kreimann weg. Wir haben Scheiße, die haben jetzt MGs, was ist das Problem? Ja. Warte mal. So, hier ist schon mal alles tot.
Ja, das geht jetzt da rechts aber weiter, spontan. Ich will auch erstmal die Gegner versuchen ein bisschen auszunocken, damit wir die ein bisschen Luft haben. Ich gehe doch nicht mehr, verdammte Hecke in mein Gesicht. Verdammt nicht. Scheiße. Ja, wir haben noch ein Teamleben, Leute, passt ein bisschen auf, bitte, ja. Leute? Was? Ja. So, soll mal kurz runterkommen. So, der ist weg. Schön. War das schlimm? Ja, ich weiß nicht, wie lange das. Ja, wir haben hier noch ein bisschen beschäftigt. Dann guck, dass du uns sicher bist. Wir haben hier noch ein paar. Wir haben hier bestimmt noch ein paar. Bisschen Beschäftigung. Ich bin sicher. Ich muss mal kurz ein paar Snacks reinpfeffern. Scheiße, ich bin in die Springsatz gelaufen. Tut mir leid. Hm. Ja, dann kannst du jetzt gehen, runter. Okay, ihr seid zu blöd. Ich hab ja gesagt, ein bisschen ruhiger. Ja. Da, wo wir jetzt eigentlich stehen, ist eigentlich ganz gut. Wir können jetzt auf die Gegner zukommen lassen. Für die Schlüsselkarten, ja, für die Tür, toll. Dann komme ich hier mal zu euch. Scheiß 40! Ja, der hat gesessen. Scheiße, der ist da runter irgendwo. Gib mir den Sack. Ja, jetzt ist er tot. Hinter der Treppe, der. Sind hier noch mehr? Ach, du bist hier bei mir, okay. Ach. Ja, ja, ist gut. Da muss aber irgendwo rechts, weiter rechts von dir noch sein. Die Frage ist, wo steht der? Ist der oben auf dem Dach oder so? Hab ihn. Ein zumindest. Tot von der Treppe. Also von der Richtung Treppe kannst du hier die auf jeden Fall ohne Probleme holen. Ist halt nur die Frage, spawnen die nach oder. Das wollte ich jetzt gerade auch nochmal ansetzen. Markus, pass auf, links von dir schleicht was durch. Ob die hier nach spawnen, weiß ich nicht. Weil irgendwann haben wir keine Muni mehr. Ja. Das war. Die haben aber schon Munition fallen lassen. Das sieht aber aus, als würden sie hier nicht nachspawnen. Ja, die spawnen wahrscheinlich, glaube ich nicht, dass die nachspawnen. Ja, ich bräuchte mal irgendwie eine Schlüsselkarte oder so hier für den Raum. Ja, die müssen wir von den Gegnern kriegen. Eine ja, habe ich gefunden, aber ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, noch eine andere. Warte mal, wo ist eine? Hier an der Tür? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, die fehlen die Schlüsselkarten. Nee, die fehlen die Schlüsselkarten. Achtung, Leute, da kommt wieder ein Nachschub. Wieder mehr geworden oder bin ich wieder rein? Ja, ich weiß nicht, die haben vielleicht keine Munition. Ich dachte mir, die haben Munition da unten. Wahrscheinlich haben sie doch nicht. Das klettert doch auf, ey. Hinter dir. Ja, danke schön. Und hier spawnen doch welche. Okay, dann gibt's schon mal ein Hauptziel. Doch, du kannst ja hier Munition von denen sammeln, sonst waren wir nur 20 Schuss, aber es ist besser als nix. Was ist durch die Schüsse für das Tor? Scheiße. Liegen, Digga. Wenn die Welt zu dir reinkommt, dann seid ihr sicher auf jeden Fall. Oh, leck mich doch im Sack. Was ist die denn? Ey. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr.
tot. Nein, nee, ich sehe mich doch schon. Ja, gleich. Den habe ich nicht nie gesehen neben mir. Das war ich jetzt nicht. Meine, das Hecken. Ja, wir müssen die dann nochmal gleich wieder neu. Hey, Moment. Bist du das jetzt gerade hier alleine hier drin? Ja, doch. Okay.